weder er noch sie brauchen sich Schuldgefühle machen, aber das waren halt diese Dinge, die damals passiert sind. Das sind halt nur die Fakten. Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Was ich heute erzähle, fällt mir nicht ganz so leicht, gell? Weil das ist etwas, was mich richtig runtergerissen hat und es ist schon urlange her und ich erinnere mich nur sehr ungern an die Sachen. Ich habe die auch teilweise verdrängt gehabt und die sind mir erst wieder eingefallen, als ich das Video gemacht habe, als ich im Grunde auf Heroin kommen bin. Ich habe ja rumexperimentiert, also ich habe gekifft. Ja. Zuerst habe ich gesoffen. Fangen wir mal so an. Meine erste Droge war ja Nikotin, habe einen Film drüber gemacht. Meine zweite war Alkohol und Schnüffeln, da haben wir mal rumprobiert, weil wir es gelesen haben in der Zeitung, dass man mit Patrick schnüffeln und so weiter. Also haben wir es ausprobiert. Dann Alkohol, weil der halt einfach zu kriegen war. Offiziell ab 16, klar. Also wenn du damals zu der Zeit, als ich 12 war, in den 70er Jahren und Anfang der 80er Bier kaufen wolltest, hast du das auch mit 12 schon gekonnt. Das ist überhaupt kein Problem gewesen. Jeder hat es da verkauft im Supermarkt. Wenn mein Vater mir einen Zettel geschrieben hat, ich soll einen Schnaps kaufen für ihn, dann habe ich für ihn auch einen Schnaps kaufen können. Den Zettel, den habe ich einfach wieder mitgenommen. Den hätte ich mir behalten können und mir einfach Schnaps kaufen, wenn ich wollte. Habe ich aber nicht. Weil Alkohol ist nicht so meins. Ja. Man kriegt es ja auch nicht beigebracht. Man tastet sich da ja selber ran und dann ist halt dauernd, dass man sich kotzt, weil es Ziel war oder weil man die Zigarette nicht rauchen hätte sollen im Vollrausch. Weil es da den Kreislauf runterzieht und weil man halt dann doch reiert wie ein Blöder. Ja, das war es halt nicht. Ja. Aber das Cannabis, das war es irgendwie schon. Weil durch das, was man ja das geraucht hat, damals halt auch mit Tabak und Hasch da rein und dann hat man ja diesen Nikotinhunger nicht. Das heißt, wenn der Rausch einsetzt, will man nicht eine rauchen. Das wird es auch nicht so schnell schlecht. Kann passieren, aber sehr unwahrscheinlich. Ja, man muss sich halt daran tasten, was man verträgt. Und das ist, sag mal, mit einem Hasch ist das auch nicht so einfach. Ja. Und dann kam ein LSD dazu, später, wo ich ein bisschen älter war. LSD ist halt nicht keine Spaßdroge, also ist für mich nicht. Ja. Mir zeigt es eher noch was und ich bin halt dann eher sehr verspult und genieße das aber auch. Und MDMA ist etwas, das wäre mir früher echt gefährlich, hätte man das gefährlich werden können. Das künstliche Glück, was man da verspürt am Anfang, ne, das wäre mir echt gefährlich geworden. Ich bin mir sicher, ich hätte da wieder keine Grenzen gekannt. Aber ein Erlebnis war es, was mich dazu gebracht hat, Flunitrazepam zu nehmen. Und in diese Richtung abzudriften und zerstörerische Drogen zu nehmen. Und zwar war ich so 19, 20, 21, 22 in dem Dreh rum. Ja, vielleicht war ich auch schon 24, auf jeden Fall war ich sehr lange, lange Zeit Single damals. Und war immer mit einem Freund von mir unterwegs, der Jan, also mein bester Freund zu der Zeit. Heute ist er mein ältester Freund. Damals war er mein bester Freund. Und wir haben alles miteinander geteilt. Ja. Unsere Ideen, Gedanken. Ich war halt immer bei ihm, habe bei dem übernachtet ganz oft. Ja, und ich habe mich oft in der Wohnung gelassen. Wenn er in der Arbeit gegangen ist, konnte ich bei ihm abhängen. Und weiß nicht, ja, wir haben halt alles Mögliche gemacht. Ja, da hat er Freundin gehabt, wo er die kennengelernt hat, und so eine ganz hübsche. Ja, und zu der Zeit habe ich auch immer versucht, irgendwie mal eine Frau kennenzulernen, ein Mädel kennenzulernen. Aber ich habe euch ja schon mal erzählt, woher ich komme, so Arbeiterfamilie und so, kein Geld, und Klamotten hast dann dementsprechend ausgeschaut. Und dann hat es mir halt angesehen, dass ich nichts habe.
Und dementsprechend schwierig ist es dann geworden, nachdem dieses 15-, 16-jährige Rumgedödel, also da halt die ganzen Haufen, da waren ganz viele Freundinnen dabei, aber das war halt immer nur, naja, nichts Erwachsenes, das weißt schon, die wollte da schon ein bisschen mehr. Und da war, wäre es halt auch irre, wenn der Sommer immer geiler wird, die Leute, die rumlaufen, halt die Frauen, die man so sieht, interessieren sich nicht für dich, weil du schaust total jung aus und es interessiert sich für die Älteren schon und du bist halt irgendwie dauernd ja, nur interessant für kleine Mädels, die halt du nicht haben willst, weil das halt kleine Mädels sind. Was willst denn du, wenn du 16 bist, was willst du mit der 13-Jährigen? Und selbe, wenn du erwachsen bist, 19, 20, was willst du denn da mit der 14-Jährigen? Das geht nicht, weil die halt erst 14 ist. Ganz einfach, auch wenn die so auf dich abfährt, dass alles zu spät ist und hinterher ist und alles. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war da lange Zeit Single. Er hat eine Freundin gehabt und ich habe eine kennengelernt. Da dachte ich mir, hey, boff, das hat mir wie ein Faustschlag, war das. Aber weil die in einer Beziehung war, auch noch von einem Kumpel von uns, und zwar der Harry, wir waren in derselben Breakdance-Gruppe. Und als das kaputt gegangen ist und langsam sich aufgelöst hat, und ich bin, habe Harry mal besucht, sagen, hängen so bei ihm rum, und dann sagt er, ja, meine Freundin ist da, die Anja. Und dann kommt die da ins Zimmer rein, und es war wie ein Schlag ins Gesicht. Die sah aus für mich, das kann ich euch nicht erklären, das ist halt, ja, ich habe mich halt auf der Stelle verliebt gehabt, auf der Stelle. Und ich musste dann auch gleich gehen, weil, ja, ich muss gehen, ich muss hier weg. Das hat mich, ich konnte nicht mehr klar denken. Ich sagte sofort. Ich konnte nicht mehr klar denken, hatte aber eigentlich mit Nari was vor und plötzlich schwebt sie da durchs Zimmer her und ich muss hier raus. Mir ist echt ganz anders geworden. Und da bin ich raus und dann bin ich heim und habe ein bisschen durchatmen können wieder und dann bin ich zum Jan. Und sage, hey Jan, hey, so und so schaut's aus. Und das ist mal passiert, hey, ich war da bei Mari, habe mich verliebt und bla, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und sagt er meint halt so, ja, Bruder Faluda. Und ich sage, ja, logisch, Alter, hey, das ist mir schon klar, Bruder Faluda. Aber das ist so brutal, wie mir das geflasht hat. Das kann ich da einfach nicht. Und dann habe ich es versucht, so ein bisschen zu beschreiben. Und dann war auch seine Freundin dabei. Ich glaube, die ist Claudia. Ich weiß es nicht mehr genau. Das war auch eine ganz nette, ganz liebe. Die haben gerade gefeiert, irgendwie so Jubiläum. Und ich so, ja, habe das wieder erzählt. Und dann meint er, ja, aber hey, das ist so eine blöde Kuh und so überheblich und bla bla bla. Ich sage, nee, die ist überhaupt nicht überheblich. Die ist total freundlich, nett und lieb. Hey, und wenn mit einem redet, dann schmilzt man schon dahin, diese blauen Augen und diese Figur. Der hat unglaubliche Beine und einen Hintern und alles. Das ist so krass. Das hat mich so geflasht. Ich weiß nicht mehr weiter. Und dann meinte er, ja, da musste halt einmal schauen. Und ich sage, nee, pass auf, ich warte, bis vorbei ist mit den beiden. Und dann greife ich da an. Und dann meint er, wieder irgendwas Negatives. Und sage, hey, dann schaust du halt einmal genau an, lernst doch einmal kennen. Und dann ist was Krasses passiert. Nadi. Tarkan und der Randy. Ich habe euch von allen, aber Hardy habt ihr heute schon mal das erste Mal gehört, aber die anderen beiden habt ihr mal was gehört von dem, meinen Videos. Feiern eine Session mit Prostituierten zu Hause. Ja, beim Randy in der Wohnung. Und irgendwie habe ich das erfahren, hä, und bin halt voll geflasht und bin da weg, weil ich das mitgekriegt habe. Ich sage, ey, das geht nicht, weil halt dieser Bezug da war. Ich war ja verliebt in den anderen, seine Frau, hä, und ich erzähle es dem Jan. Und die Anja ist da und kriegt es mit. Und kannst dir vorstellen, ein Riesendrama. Ich habe gar nicht so schnell geschalten. Das ist mal erst vor kurzem. Warum war die da eigentlich? Und so, ja, weil er nämlich sich auch verliebt gehabt hat. Er hat der sich in sie verliebt und hat sie angebackert die ganze Zeit, während ich halt geblendet war von dem Verliebtsein und auf jeden Fall, auf keinen Fall irgendwo da dazwischen grätschen wollte. Und diese Situation natürlich wollte ich die auch ausnutzen, aber
Ich konnte nicht, weil es geht einfach nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich nutze solche Sachen einfach nicht so schamlos aus. Und dann wollte ich halt zu ihm, halt mein bester Freund, der Einzige, mit dem ich über so eine Sachen reden habe können, weil alle anderen Kumpels und so weiter, das war alles nur so oberflächlich. Und dann gehe ich da so hin und dann ist er nicht zu Hause. Und ich denke mir, ja, scheiße, gehst nach Hause irgendwie, musste das mit dem Gefühl, hey, ich pack's bald nicht mehr, komm um die Ecke. Und dann kommt er mit Anja Hand in Hand mir entgegen. Nee, ich so, scheiße, Alter. Ah, was geht denn ab? Jetzt bin ich noch mal kurz mit in die Bude. Er hat mal sein letztes Hasch gegeben, sagt er, da, das möchte ich nicht mehr. Also einen kurzen moralischen Cup, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, dass man da dann erst verklickert, dass er sich in die verknallt hat. Und ja, ich habe es gemerkt, dass sie auf ihn abfährt. Er ist größer und halt besser gebaut und so. Und netter Kerl auch. Und er hat sich halt genommen, was er wollte, weißt du? Das Problem ist halt nur, dass mich das damals so krass gekränkt hat, dass alles zu spät ist. Ich weiß immer noch nicht, ich weiß bis heute noch nicht, was mich mehr gekränkt hat. Dass es nichts geworden ist mit mir und dieser Anja. Obwohl es halt schon, und sie wusste halt dann, sie konnte sich halt entscheiden, wenn es nimmt, aber durfte man ja hier nicht böse sein, wenn sie sagt, nö, ich nehme lieber den anderen. Aus irgendwelchen Gründen auch immer, ist auch mir wurscht. Ist ja ihr Ding. Aber mich hat das also gekränkt, dass er so drauf war. Mein angeblich Bruder, bester Freund. Erst. Mit dem man alles teilt. Jedes Geheimnis. Er hätte mir das doch vorher sagen können. Warum sagt er mir das erst, nachdem es zu spät ist? Lässt mich da voll ins Messer laufen. Lässt er mich die Drecksarbeit machen, indem ich das so offen mache, was die anderen da so treiben. Und dann ist er da zum Trösten. Tja, das war nicht irgendein Kumpel von mir. Das hätte ich verziehen. Nein, das war mein bester Freund. Und die Frau, wo ich mich innerhalb von ein paar Sekunden beim ersten Blick sofort verliebt gehabt habe, die hat er mal ausgespannt, vor der Nase weggeschnappt. Und obwohl er Freundin gehabt hat und wusste, dass ich seit Jahren Single bin und auf der Suche bin. Und ja, das hat mich da so geflasht, dass ich das nüchtern nicht mehr ertragen habe. Ab da war ich nur noch zu. Hab mal richtig krass die Kante gegeben. Ich hab gesoffen und gekifft zusammen, damit das krasser knallt, damit ich das ertragen kann. Dass die da so. Ich hab Tabletten eingeworfen. Und dann irgendwann einmal ging es dann. Dann habe ich das so, ja. Dann war ich halt nicht mehr da, war halt nicht mehr dabei dauernd. Habe mit anderen Leuten andere Sachen gemacht, habe mein Leben gelebt wieder. Aber das Ereignis, was da war, diese Kränkung, diese Verletzung, dieser Vertrauensmissbrauch, ja, dieses Messer, was da im Rücken drin steckt, das hat lange gedauert, bis das verheilt war. Bis diese Narbe verheilt war. Und aus dieser besten Freundschaft war halt danach nur noch eine Freundschaft und dann eine Bekanntschaft und dann, ja, Freunde, kann ich schon sagen, wir waren schon noch Freunde. Ihn hat das mit Sicherheit auch verletzt, weil es ist mit Sicherheit nicht einfach, wenn ihr diese Frau sehen will. Ich kann das Foto nicht einfach so zeigen, das geht nicht. Da müsste ich sie schon vorher fragen und ich möchte jetzt nicht mit so einer Frage ankommen wegen den Videos, weil ist heute gestanden, natürlich gestanden eine Frau, hat ein Kind, hat einen neuen Mann, der geht's gut, also da möchte ich jetzt nicht mit sowas ankommen von meiner Vergangenheit und dann auch noch auf den Trichter bringen, womöglich diese Videos anzuschauen. Sie findet ja noch meinen Kanal womöglich und dann zieht sie sich das rein und hat ja noch Schuldgefühle. Was ich natürlich auch nicht will. Ja. Weder er noch sie brauchen sich Schuldgefühle machen, aber das waren halt diese Dinge, die damals passiert sind. Das sind halt nur die Fakten. Sie hat sich halt in ihn verknallt und er hat sich auch in sie verknallt. Und wenn man verknallt ist, macht man dumme Dinge. Ich war auch verknallt, ich habe auch dumme Dinge gemacht, aber dieser Entzug von dem Ganzen,
auf den Schlag, bester Freund weg und die Frau, auf die du abfährst, das reißt dich runter. Und wenn dann der richtige Vollpfosten vorbeikommt und dir ein Herbert anbietet oder Heroin anbietet, bist du auch ein Opfer. Herbert war es damals für mich nicht, aber es war der Toröffner in diese Richtung. Ich habe halt dann alles Mögliche eingefahren, was zerstörerisch ist. Und da war Opium dabei, da war Kokain dabei, da war ja wieder LSD, aber richtig starke und richtig heftige und lauter so Dinge, weil ich immer gehofft habe, ich kann das damit vergessen. Ich kann das geht weg dadurch. Ja, geht's nicht. Aber ich bin immer wieder diesen Gefühlen nachgelaufen. Diesen Verliebtheitsding, was ich da bei ihr gehabt habe. Ich habe das nie wieder so gehabt. Also natürlich habe ich mich verliebt wieder und ich habe Frauen, die habe ich dann auch geliebt. Selbstverständlich. Nur dieser Effekt, den ich damals da hatte, der macht schwieriger. Der macht die Sache schwieriger, mich zu öffnen und offen zu bleiben. Vor allem Männern gegenüber. Wie kann ich denn dann auch den Leuten so trauen, wenn sie so drauf sind innerhalb von einer Sekunde auf die andere? Das gehört zum Leben dazu, aber als junger Kerl habe ich das nicht verstanden und ich war noch nicht so bewusst wie heute, dass ich halt, wenn ein Gefühl da ist, genau weiß, aha, das Gefühl, das kommt von da und da und das hat den und den Hintergrund, ich muss das jetzt ausleben oder durchleben und dann ist es wieder okay. Dann geht es wieder aufwärts. Ja, ich hätte halt damals die Trauer zulassen müssen. Richtig heulen und richtig Wut und zack, dann wäre es wieder gegangen. Aber ich konnte nicht. Ich konnte einfach nicht, weil ich die Leute geliebt habe. Wenn man jemanden liebt, schlagt man den zum Beispiel oder hasst den womöglich dann. Und das wollte ich auch nicht. Das wollte ich auch nicht. Ich hoffe, ich ziehe euch nicht runter mit dieser Story, weil einige haben es mit Sicherheit selber so ähnliche Geschichten erlebt. Habt ihr Schicksalsschläge, so solche in diese Richtung, wo ihr gesagt habt, hey, das packe ich sonst nicht, ich muss das mit irgendwas zumachen? Ich bin mir sicher, wenn ich zum Arzt gegangen wäre, hätte man auf keinen Fall Valium verschrieben. Aber am Schwarzmarkt ist es ja kein Problem, das zu holen. Ne? Und es gibt keine Pillen gegen Liebeskummer. Ich könnte mir vorstellen, dass da nicht einmal Ecstasy ausreicht. Tja, Leute, das war's für heute. Peace out.